dem Video möchte ich auf einen technischen Fehler in einer Choreografie zu sprechen kommen, die schon etwas älter ist, die eine Polka ist und auch schon mal ein Turniertanz war auf einem Weltverband. Lasse ich jetzt mal außen vor. Es geht um einen vierfachen Chassis zur Seite auf 1 und 2 und 3 und 4 mit einem Hitch und einem vierfachen Chassis zur anderen Seite. Wenn man Polka tanzt, tanzt man Polka mit Schwung. Das heißt, der Schritt hier unten am Boden ist ein sogenannter Chassis. Das heißt, Chassis, ein französisches Wort, kommt von dem Begriff jagen. Der Schanfuß wird vom Folgefuß vom Platz weggejagt. Das heißt, der Fuß steht hier und der wird gleich hier stehen, weil der vom Platz weggejagt wird. Also 1 und 2. Ja? Wenn ich das mit Schwung tanze und dann mit einem Hitch den Schwung auffangen soll, 1 und 2, eine Sache der Unmöglichkeit, wo ich persönlich sage, der Choreograf hat entweder zu wenig Schwung oder keine Ahnung von der Polka. Das kann man jetzt so hingestellt lassen, obwohl die Person, die diesen Tanz geschrieben hatte, eine sehr, sehr hohe Stellung in einem tänzerischen Weltverband hat. Ja? Also, wenn sowas kommt, sollte man zum Beispiel einen Rockstep tanzen, der den Schwung in die Gegenrichtung umlenkt. Ich weiß nicht, was man mit dieser Choreografie machen kann, ob man wirklich da diesen Rockstep einbauen kann. Meine persönliche Meinung ist, den Tanz gänzlich wegzulassen. Es gibt viele, viele andere schöne Polkas, die sinnvoll geschrieben sind. Ja? Viel Spaß wünsche ich euch beim Üben. Bis zum nächsten Video.